Hallihallo, Hallöchen, liebe Zocker und YouTuber, und willkommen auf dem, ja, auf dem normalen PU in Star Citizen, also noch nicht 3.17.2, sondern das ganz normale 3.17.1. Irgendwie die Herren da hinter mir, die beobachten mich, da die Polizisten da links hinter mir. Aber wir tun mal so, als hätten wir nichts verbrochen, obwohl wir natürlich ein illegales, also ein Piratenoutfit anhaben, hier so in Leder. Aber nein, wir sind natürlich hier ganz harmlos auf Lovel unterwegs. Warum gibt es jetzt noch eine Folge? Naja, ich wollte ja eigentlich warten, bis 3.17.2 auf die offiziellen Server kommt, aber jetzt gab es ja tatsächlich noch was Feines zum Angucken. Und zwar die Subscriber-Flare-Items für diesen Monat. Und da dachte ich mir, Mensch, dafür müssen wir nochmal nachgucken. Und zwar gibt es jetzt, man mag es aus Elite kennen, Wackelköpfe. Es gibt Wackelköpfe in Star Citizen. Juhu, endlich! Ich habe alles gesehen in Star Citizen. Ich kann meinen Account löschen. Nein, natürlich nicht. Und zwar gab es die Wackelköpfe, zwei Stück für die großen Subscriber, einen für die kleinen Subscriber. Und ich nehme jetzt einfach mal ein Schiffchen hier, die 315p, weil ich in der letzten Zeit sowieso mit denen rumfliege. Und da bei gemischten Item, bei Flare-Item, da kann man jetzt hier den Green Orc MK Armor Bobblehead installieren oder den Blue Orc MK Tralala Bobblehead. Wir nehmen jetzt einfach mal hier den. Schau. Da ist er, der kleine Wackelkopf. Und ich bin mal. Den installieren wir da jetzt. So, haben wir installiert. Jawohl, ist equipped. Und jetzt gucken wir mal, wo der aufgestellt wird. Ich habe ein paar Bilder gesehen. Die werden natürlich bei unterschiedlichen Schiffen an unterschiedlichen Positionen aufgestellt. In der Conny, also in der Constellation zum Beispiel, da sieht man die kaum, die Bobbleheads. Die werden da irgendwo an den Streben oder so in dem Schiff verankert. Und da denkt man so, was hängt denn da für ein Pixel? Und dann ist das so ein Bobblehead. Ich hoffe, dass bei der 315 der Bobblehead. Wir können uns ja mehrere Schiffe mal angucken, wo die dann installiert sind. Die Bobbleheads an einer sinnvollen Position sind. Wollen wir das mal. Komm, wir gucken uns die mal an verschiedenen Positionen an. Hangar 09. Bobbleheads! Und was wir natürlich auch ausprobieren, ist, ob die dann auch bobbeln. Also, wenn man wilde Flugmanöver macht, ob die dann hin und her bobbeln oder ob sie es nicht machen. Wir gucken mal. Ich lasse natürlich den Chat wieder an. Links, weil ich bin ja noch immer noch im Player-Interaktionsmodus. Und vor allem, das dürfte sich jetzt ganz gut lohnen, weil wir haben ja die Free Flight Week vom, ich glaube, 7. bis zum 15. Ich bin mir nicht sicher. Juli, und da können ja, sagen wir mal, geneigte Leute Star Citizen mal ausprobieren, ohne dass sie irgendwas gekauft hätten. Also einfach mal so. Warum ist meine 315 gelb? Ich weiß es nicht. Ich hab's ja eigentlich nicht eingefärbt. Oder habe ich sie? Doch, ich hab's ja eigentlich eingefärbt. Keine Ahnung, was da abgegangen ist. Nee, ich glaube, das ist richtig. Das ist richtig. Links zurück. Da ist er, ich sehe ihn schon. Da ist der Bobblehead. Da ist der Bobblehead. Lass ihn gucken. Ich will in den Bobblehead rein. Also in den Sitz hier. In den Bobblehead. So. Links, da steht er. Also, warte mal, mal kurz den Chat jetzt doch ausmachen. Und mal machen mal U an. So. Und ich darf mal ganz kurz ein bisschen abheben. Und darf mal ganz kurz. Hui. Jo. Naja, okay, vielleicht bobbelt er nicht so. Er bobbelt jetzt gerade nicht so hin und her. Bobbelt er? Nein, er bobbelt nicht. Er bobbelt nicht, das mag aber auch sein, dass die Flugmanöver gerade relativ harmlos sind, ne? Auf jeden Fall, da ist unser kleiner Bobbel. Er ist sehr knuffig. Okay, also in der 315 und in wahrscheinlich vielen anderen kleinen Schiffen sieht er ganz witzig aus. Komm, zwei oder drei zeige ich euch, ne? So, komm. Exit-Chip und hui! Pom. Wo ist denn der? Ja. Nein, es ist richtig, dass der gelb ist. Ich hätte den ja eingefärbt. Ist alles korrekt. Guten Tag, der Herr. So, jetzt können wir den Chat wieder anmachen. Zip. I'm not here for trouble, sagt der sagt das auf jeden Fall. So, wo wollen wir es denn nochmal ausprobieren? Eigentlich so bei einem mittelgroßen Schiff und dann bei einem großen Schiff. Nur mal, um zu zeigen, dass er bei großen Schiffen
glaube ich, im Cockpit untergehen. Bei der Carrack zum Beispiel. Ich lagere das Schiff mal gleich wieder ein. Ich meine, wo soll man es auch hinpacken bei der Carrack? Man kann es ja nicht im Raum schweben lassen, oder? Wär witzlos. So, jetzt vielleicht noch ein mittelgroßes Schiff. Komm, lade ich mal ein. Vielleicht die 400i oder... Die 400i wäre eigentlich gar nicht mal schlecht. Die 400i kann natürlich jetzt nicht alle Schiffe durchgehen. Oder die Cutlass. Da wüsste ich ehrlich gesagt auch nicht, wo der hin soll. Bei der Cutlass. So, komm, wir probieren mal eine Cutlass, wo er da ist. So, warte mal. Drake Cutlass Red. Wir nehmen mal eine klassische Cutlass. Ja, hier eine Cutlass Black. Halt, wir müssen ja erstmal das Ding aufstellen. Wir müssen ja erstmal... Da hat mich der Siruk angestiftet. Der hat gesagt, guck mal, Mr. Fleck, ein Video von... ein Bild, wo ein Wackelkopf aufgestellt ist. Und da dachte ich mir, Höhe? Dann müssen wir das selber mal ausprobieren. Wo denn diese... Ah, guck mal, hier geht's zum Beispiel gar nicht. Also, bei der Cutlass hätte es mich auch gewundert, weil man hat ja nichts Planes zum Abstellen, ne? Da ist ja nichts. Da kann man also nichts hier bei der Cutlass... Es geht offenbar noch nicht bei allen Schiffen. Bei einigen geht's jetzt, ja? Hier, da geht's nicht. Okay, verstehe. Dann können wir ja mal durchgehen, vielleicht bei der 400i. Bei der 400i könnte es gehen. Ja, da bei der 400i geht's. Komm, dann stellen wir den mal bei der 400i auf. Mal gucken, wo er da steht. Habe ich den jetzt aufgestellt? Ist der jetzt aufgestellt? Dann halt den. So. Safe. Ist mir doch egal. So. Ist er gesaved? Ja. Gucken wir mal. Ob man da zwei aufstellen kann, das wäre natürlich cool. Zwei Bobbleheads. So, die 400i jetzt. Also offenbar haben sie einige Schiffe rausgenommen, weil es halt keinen Sinn ergibt, beziehungsweise weil da halt nichts ist, wo man die Bobbleheads aufstellen kann. Jetzt fragt mich bitte nicht, welche das alle sind. Ich nehme jetzt mal drei als Beispiel. Und die Carrack gucken wir dann auch mal. Oder irgendwas Großes. Entweder die Carrack oder die Hercules-Serie müsste eigentlich gehen. Die hat ja vorne so ein Abstelldingens. So eine Ebene. Dann wundert mich allerdings, dass es bei der Constellation irgendwie hingekriegt haben. Ich weiß nicht, wo sie die hingestellt haben. Auf dem Bild vom Siruk sah das aus, als steht die auf einer von diesen Streben. Von diesen Cockpit-Streben. Was natürlich bekloppt ist. Rap-dap-da. Ja gut, bei der kann ich mir das auch gut vorstellen. Die hat ja, glaube ich, auch so ein Pult vorne. Show me the bobblehead. Ey, kann man eigentlich offen lassen. Geh ja gleich wieder raus. So, jetzt der nicht funktionierende Aufzug. Oh, der funktioniert ja dieses Mal. Ich bin ja begeistert. Dafür der... Da, wo ist der Bobblehead? Da ist er. Okay, also man kann jetzt Bobbleheads aufstellen. Und das passt natürlich ganz gut, weil wir haben ja ein Holo-Display. Wir können ja mal gucken, wo der Bobblehead sich befindet, wenn wir uns hinsetzen. Ja. Ah ja, da ist er gut aufgehoben. Da ist er sehr gut aufgehoben. Man kommt sich gleich vor wie ein Elite. Jetzt fehlen noch so bunte Lichterketten, die man... Da kriegen die Immersion... Die Immersion-Nazis, ich muss sie mal so nennen, ja. Die kriegen dann wieder einen Rappel. Na, das ist genauso wie mit den... Das ist genauso wie, wenn du hier so einen Katzenanzug hast, so einen Katzenanzug, dann kriegen ja auch einige Leute einen Rappel. Für die ist das... Das ist Immersion-Breaking. Kein Mensch trägt Katzenanzüge. Das ist genauso mit den Bobbleheads und den... Dann kriegen die einen Rappel. Ich finde das knuffig. Komm, lasst euch doch das Raumschiff dekorieren, wie ihr wollt. Habt ihr nie hier Guardians of the Galaxy gesehen, was da alles im Raumschiff rumhängt? Lasst doch die Leute machen. Ich finde das okay. Hier, sogar in meinem Discord-Channel, da hängen einige... Ah, nein! Immersion! Wenn ihr dann an ihr bisschen einen Appelgriebsch haben wollt, dann lasst ihn da liegen.
findet lustig. So, warte mal. Da. Ein machen wir noch, ja. Ein machen wir noch. Und zwar, was ich jetzt erstmal. Ein machen wir noch, die Carrack. Wenn es denn überhaupt geht bei der Carrack, das weiß ich gar nicht. Ich wüsste nämlich nicht, wo bei der Carrack das Ding hin soll. So, jetzt muss ich die, glaube ich, erstmal ausbauen. So. Ach, das geht gar nicht, ne? Das kann ich noch gar nicht ausbauen. Sie ist ja. Quatsch, was machst du denn da? Du bist so eine Napfsülze. Ich muss erstmal das Schiff einlagern, dann geht's erst wieder. Außerdem war es nicht die. War es nicht die Cutlass, sondern es war was ganz anderes. Wo ist das Ding jetzt? Du hast zu viele Schiffe, my friend. So. Und was wir jetzt machen ist. Zack. Und jetzt bauen wir es aus der 400i. Und was hatten wir noch? 315. Warte mal, das ist eigentlich schon richtig, ne? Erstmal die 315. Unequip. So, habe ich das jetzt richtig gemacht oder habe ich das nicht richtig gemacht? In use. Wie ist denn. Der soll unequipped werden. So, jetzt. So, nein. Du bist so eine Napfsülze. So. Wo hatten wir es noch? Eins in der 400i, ne? Ja. Unequip. So. Und jetzt gucken wir mal noch bei. Was haben wir gesagt, was groß ist? Bei der Starfarer, denke ich mal, klappt's. Ja, bei der Starfarer ginge es. Da könnte man hier zwei setzen. Wir können ja nur mal so durchgucken. Bei der Hercules. Da geht's auch. Wie wir unschwer erkennen können. Name, Bomb, Back, Left. Name, Bomb, Back, Right. Was ist das denn? Wir wissen es nicht. Aber es wird irgendeinen Sinn und Zweck haben. So, da, also da geht's auch. Wie zu erwarten, aber ich will jetzt hier die Carrack Expedition. Bitte geh. Ja! Nein! Es geht nicht! Es geht nicht in der Carrack. Gemein. Gemein. In der Hammerhead. Geht auch nicht. Doch, in der Hammerhead geht's. Überall geht's, nur nicht in der Carrack. Hier, in der Redeemer müsste es auch gehen, oder? Eins zeigen wir noch. Eins in der Redeemer geht auch noch. Wir zeigen aber noch ein großes Schiff, und zwar in der, was nehmen wir denn? Großes Schiff. So. Hercules, Mercury, Starrunner, da müsste es auch gehen, ne? Ich gehe mal ein paar durch, da könnt ihr ja dann immer hier sehen, ob es funktioniert. Ja, geht auch. Okay. An der 600i? Da könnte es Probleme geben. Komm, wir probieren es in der 600i. Ein hier. Ups. Und ein. Okay, man kann nicht zwei auf einmal aufstellen. Gut, gut. Kann man den hier auch noch anklicken? Nee, man kann nur einen nehmen. Okay, nehmen wir mal zur Abwechslung mal den hier, komm. Und gucken wir mal bei der 600i. Nur mal so zum Schauen, wo sie ihn da aufgestellt haben. Ich frage mich, für den Captain oder für den Piloten? Na, wahrscheinlich für den Captain. So, tut mir leid, aber es muss auch mal, also tut mir leid für die Leute, die jetzt Action sehen wollen in einem Star Citizen Video, aber in diesem Video gibt es nur Bobbleheads zu sehen. Wobei, wir können ja jetzt mal starten mit dem Ding Hangar 05. Mal gucken, was haben wir denn hier noch? My decoys themselves, lol, did not work at all. Aha, okay. Ich habe aber noch keine absoluten Neulinge gesehen, die dann geschrieben haben, wie komme ich aus meinem Zimmer raus? Du musst F drücken. Wanna fight back on back. Manchmal weiß ich nicht, was die Leute erzählen. Ist dann komplett unklar. So, sehen wir den Bobblehead schon von hier unten? Vermutlich nicht. Hat der gerade gewobbelt? Oder hat er nicht gewobbelt? Ich glaube, er hat gewobbelt. Komm mal runter. Komm runter.
hinauf. Es gibt Bobbleheads in Elite, in Star Citizen. Und ganz ehrlich, das fand ich in Elite immer eins von den witzigen Sachen. Weil, sind wir mal ehrlich, den Paintjob außen am Schiff dran, den sieht vermutlich sehr selten jemand, inklusive man selber, nicht. Aber ein Bobblehead oder, sagen wir mal, ein Cockpit-Deko, eine Cockpit-Deko, die sieht man. Ach, hier vorne steht er. Da ist er gut aufgehoben. Da sieht ihn auch jeder. Bisschen weiter weg also hier. Zip. Ja, aber jetzt sieht man, ne? Also wenn man jetzt so guckt, also ich sehe kein Bobblehead. Wo soll denn hier Bobblehead sein? Ach, da unten, dieses kleine Fusselding da. Zum Glück kann man hier zoomen. Und je nach Raumschiff ist er halt an einer anderen Position. Und unterschiedlich gut zu sehen. Da muss man halt mal überlegen, ob sich das für sein eigenes Raumschiff lohnt. Jetzt könnt ihr knicken, dass ich jetzt alle Raumschiffe durchgehe und gucke, wo der Bobblehead sitzt. You are clear to launch. I'm clear to launch. Yes. Fahrwerk rein. Warum fliege ich jetzt mit dem fetten Ding hier in der Gegend rum? Wir wissen es nicht, weil ich es kann. Ich glaube auch nicht, dass der wobbeln tut, der Wobblehead. Ich weiß auch nicht, mit der 600i wobbelt der garantiert nicht. Ist ja jetzt nur nicht einer der... Ruff da, meine Dicke! Gott, ist es schnell. Ich will den Bobblehead von vorne sehen, wartet mal. Wo ist der Bobblehead? Moment. Da ist er! Ich sehe ihn. Seht ihr ihn auch? Da, da. Hier, da ist der Bobblehead. Am unteren Rand des Bildschirms. Falscher Knopf. So. Auf, up, up and away. Gott, ist das Ding langsam. Schub nach oben. Aber ich find's cool, dass sie ein Bobblehead hat. Das hat definitiv was. Und dieser Runterblick auf die Stadt hat auch definitiv was. Ich ruder mal hin und her mit dem Joystick, aber da bobbelt nichts. Das ist auch zu langsam. Das Schiff kann nicht so schnell, dass der Bobblehead bobbeln würde. Mein kleiner Bobblehead. Dann liegt er auch noch im Schatten vom Schiff. Aber zumindest haben die hier die Gunner haben zumindest Spaß dran. Die können sich den Bobblehead angucken, wenn sie unterwegs sind. Oh, wir können sogar schon starten. Wollen wir mal schauen. Will im Moment gerade jemand was von uns? Nein. Das heißt, wir können eigentlich nochmal so eine kleine Mission machen hier. Ja. Search, nee, deliver, nee. Investigation, wreckage claim. Ich hätte Bock auf ein bisschen kämpfen. Komm, wir machen ein bisschen kämpfen. Bounty Hunting. Ja, wobei, das ist schon wieder Trecker Permit. Wo ist die denn? Die ist schon wieder irgendwo am Böter der Welt, ne? Trecker Permit ist bestimmt wieder auf Calliope. Das ist doch bei Microtech. Ich fliege jetzt nicht nach Calliope, das kannst du knicken. Assist in Defending Site. Was ist das? 15.000, Hurston Dynamics. It's being threatened by local criminal element. Komm, das machen wir jetzt mal. Ich habe jetzt Bock auf Kämpfen. Aha. Oh, oh. So, kommen Sie mit. Können Sie rausgucken. Braucht irgendjemand unsere Hilfe? Nee, ne? Wo muss ich denn hin? Da. Ach, guck mal, das ist hier direkt um die Ecke. So, quasi einmal um Planeten rum. Oh, Entschuldigung, seit wann kann ich hier ballern? Einmal um Planeten rum. Ob das eine Nachtmission wird, kann natürlich sein.
Habe ich Knarren dabei? Ja. Habe ich Munition dabei? Nein, aber ich denke mal, sollte ich das überleben, werden genug davon rumliegen. Calliope! Nee, Quatsch. Sherman on Hurston. Alles klar. Sehe ich irgendwas? Ich sehe ehrlich gesagt nicht da 23 Kilometer. Also okay, komm, flieg, mein Gutes da. 23 Kilometer, welche Höhe haben wir? Stimmt doch irgendwas nicht. Fliege ich? Warte mal, wo bin ich hin? Ich sehe gar nicht, wie fliege ich denn hier? Aber wenn ich dahin ziele, fliege ich mal lieber geradeaus. Ich habe doch nur 8 Kilometer unter mir. Bohre ich mich doch vorher in den Boden. Da ich da was verteidigen soll, werde ich wahrscheinlich nicht an. Werde ich vermutlich nicht beschossen. Hoffe ich. Mit meinem Bobblehead. Ich hätte ausprobieren sollen, ob man den Bobblehead auch in dem kleinen Golfkart unterbringen kann. Oder eine Grey Cat. Warum sieht es so aus, als bohre ich mich gleich unangespitzt in den Boden? Weil ich es vermutlich machen werde. So, komm, mein Gutes da. Ich nehme mal stark an, die Bobbleheads kann man sich dann auch im Echtgeldshop kaufen, wie in Elite Dangerous halt auch, ne? Aber ich wäre für was leuchtet. Ich fand in Elite, ehrlich gesagt, das größte Kino fand ich die Lichterketten. Zu Halloween ist schön in grün. Was ist Restricted Area? Alles gut, alles gut. So, sehe ich schon irgendwas? Nee, ne? Da unten blinkt irgendwas. Wird er wohl nicht auf mich schießen, hoffe ich. 4 Kilometer. Da muss ich nur wen umbringen, ne? Oder? Ich glaube ja. Kilometer. Da wir ja immer noch auf dem 317.1er PU sind, lohnt sich ja Geld verdienen immer noch nicht, weil mit 317.2 kommt ja der große Vibe. Insofern kann man sich sämtliches Geld verdienen hier eigentlich sparen, braucht nichts looten. Warum schießt denn der auf mich? Warum schießt es denn auf mich? Treffe ich irgendwas? Glaube nicht. Ach, Neko Mio, der Onkel, der hat überhaupt gar keine Lust mit dir zu spielen. Verdammt, der schießt mir noch die Dinge weg. Das Problem ist, ich habe nur gefixte Wumsen. Oh Gott, oh Gott! Kann sagen, ich habe den Turm zerstört, oder? Kann man sagen. Ich habe den Turm außerordentlich weggebolzt. Aber so doll war der Rammer jetzt nicht. Komm. War gut, bei einem Glascockpit kann man davon ausgehen, dass es vielleicht doch ein bisschen doller war. Wir sehen uns wieder hoffentlich im finalen PU 3.17.2. Und bis dahin laufe ich hier noch ein bisschen als kleiner Flitzer im Nachthemd auf der Raumstation rum. Bis dann denn, euer Mr. Fleck.